Damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Senua Saga Hellblade 2. Es ist heute rausgekommen. Ich bin leider noch ein bisschen erkältet, aber ich kann es mir nicht nehmen lassen. Ich will das jetzt spielen und ich will euch natürlich mitnehmen. Und wir starten jetzt eine neue Geschichte. Ich bin mega gespannt. Let's do it. She made a promise to the one she loved, dead now, but no less, a promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death. Make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign, and one among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Plans can drift off course. It begins as it ends. Alone in the dark. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate.
could stop you cold. But Dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by, find the next sign. Oh, Wahnsinn, Alter, wir haben die Steuerung. Oh, krass, Alter. Ich habe keinen Plan, was los ist. Also, wir haben uns anscheinend, ich gehe jetzt auch bloß nach dem Intro, wir haben uns also absichtlich gefangen nehmen lassen, um uns quasi ins Herz der Nordmänner zu schleusen und da quasi den Sklavenhandel oder die Sklaven... Wie sagst du denn? Bande irgendwie zu töten. Zu eliminieren. Das Übel quasi an der Wurzel rauszureißen. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin total flashed. Die Stimmen sind ebenfalls wieder da. Das ist Wahnsinn. Wir sind ja eine Keltin. Für die Leute, die jetzt natürlich Hellblade 1 noch nicht gesehen haben, das sollte man sich vorher mal geben. Einfach gucken und danach das Video weiterschauen. So, hier oben stand jemand. Gudmundur. So, wo sollen wir denn? Verdammt nochmal hin, ich hab kein... Gott, wo soll ich denn hin? Wir schwanken, wir sind extrem entkräftet. Können wir hier hochklettern? Oh Gott, wir können hier hochklettern, ich raste aus. Ach du Scheiße, Alter, sie ist... Oh Mann, Alter. Wir haben tatsächlich echt Glück irgendwie, dass wir hier direkt irgendwie gekentert sind. Irgendwie wären wir auf offener See gewesen. Ah, das wär's gewesen. Oh Gott. Und ich weiß nicht, wie sehr diese Frau schon gelitten hat, aber es hört nicht auf. Ich drück auch die ganze Zeit nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt die Steuerung gerade habe. Und sie kämpft sich hoch. Sie kämpft sich hoch. Nee, ich hab tatsächlich wirklich die Steuerung. Okay. Also ich kann halt nur nach oben drücken. Und ich weiß, glaube ich, dass ich das Spiel mindestens 2-3 Mal spielen muss, um wirklich diese ganzen kleinen Details mitzubekommen. Irgendwie wie gerade eben die Leiche, die sie umgedreht hat und uns kurz angeschaut hat. Wer war das? Was geschieht denn hier? Die Schreie der Toten. Die verfolgen uns. Okay, los, weiter geht's. She cannot falter. The voices draw her onward. The ones who didn't live. Komm, Sanuja, los, wir haben es gleich geschafft. Oh, so wirklich, so mit letzter Kraft, Alter. Guckt euch das an, das ist, man leidet ja förmlich mit, ey. Oh. Wir haben auch nichts, kein Schwert, kein nichts, keine Waffe. Und wo sind wir überhaupt? Sind wir bei den Nordmännern? Sind wir jetzt hier in Norwegen, Schweden? Wo sind wir? Ich habe mich extra jetzt nicht irgendwie spoilern lassen und mir nichts irgendwie gegeben, jetzt, was das Spiel angeht, um mich halt wirklich komplett vom Spiel abholen zu lassen. Kennt ihr wahrscheinlich selber irgendwie, so sich im Vorfeld zu sehr spoilern zu lassen, irgendwie. Ja, ist blöd. Und diese Scheißstimme, Alter. Losgeworden eigentlich. Und dann muss sie wesen. I won't listen to you.
had left it in the past. Her father. Okay, da hinten ist eine Art Siedlung oder so. But she won't stop. Stronger forces drive her on. Okay. Wir können jetzt auch rennen. Ich würde sagen, ich würde mich versuchen, so schnell wie möglich rennen zu bewegen. Traumschreiter. Wer? Wo? Ich bin überhaupt wehrhaft. Ich kann mich ja nicht. Ich habe kein Schwert, ich habe keine Waffe, kein nichts. Okay, wo ist sie denn? Oh, nee. Okay, warte mal, kann ich hier. Okay, hier können wir uns dran vorbeidrücken an der Klippe. Ach du Scheiße. Ja, und diese Stimme ist halt so verführerisch, ne? Das hat der Zweifel in uns. Stimme unseres Vaters. Und wir sind natürlich geplagt, ohne von den anderen Stimmen in uns. Oh je. Slavers. This is the right way. The signs are leading me. They brought me here. Das ist Maus ist tatsächlich nicht so wirklich cool smooth irgendwie. Die ist so ein bisschen stotterig beim Drehen. Oh Gott. Jetzt ist hier vorne auch nochmal ein Toter. Heieiei. So, was haben wir hier? Ein Symbol. Wir müssen uns fokussieren. Mit E können wir uns fokussieren. Do not forget my story, Senua. Truth. I am with you still. Out of hell you have come, and now find yourself. Oh Gott, man kann ja nicht so viel erzählen jetzt am Anfang hier irgendwie. Es ist so viel, was passiert. Follow him, but be careful. They will kill you this time. Like they did to her. On the cliff. You were too weak to help. Follow him. Be ready to fight. She is a ja, wir sind ein Krieger ohne Schwert, so sieht's aus. Aber wir sind ja auch nicht der Gott des Hammers. Wie es so schön ist. Okay. Können wir denn schleichen oder so in einer geduckten Position laufen? Nee, können wir nicht. Wir können einfach bloß hinterher wackeln. Okay, komm, wir müssen ihr helfen. Oh. Gibt's jetzt Schwert wenigstens noch da? Also, wir werden jetzt auch nicht schneller rankommen, tatsächlich, weil wir konnten jetzt nur langsam laufen. Oh. Es geht weiter. So, wir müssen irgendwie versuchen, wahrscheinlich zu diesem Dörfchen da hinten zu kommen. Also zu dieser Siedlung. So, ist da vorne nochmal so ein Schrein, wo wir uns den Zeichen anschauen können? Das Einzige wirklich, was echt gerade nicht so sexy ist, ist wirklich halt dieses Geratter mit der Maus irgendwie, sobald ich mich halt umsehe. Ist das nicht so richtig cool smooth irgendwie leider? Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht wird es noch ein bisschen besser innerhalb des Spiels irgendwie. Wir müssen halt bloß gucken, irgendwie dadurch, dass ich halt aufnehme, direkt. Ich habe Grafikkarten, technisch habe ich hier eine 30er Serie bei mir drin, eine 3090. Selbst es gibt schon Schwierigkeiten. Ne? Er ist tatsächlich, glaube ich, eher so für die 40er Serie ausgelegt. Noch einmal nicht. So, warte mal, ich hab mich jetzt. Ich laufe hier im Kreis. Das wird hier so nichts. So, okay, warte mal, ich geh mal hier hin. Okay, da hinten sehe ich Segel von einem Schiff. Mal gucken. So, schon gleich erstmal in so einem Labyrinth hier erstmal verlaufen. Wunderbar. Läuft ja. Oh, die war diese Schreie. Like your mother. Like him.
Das ist halt so Wahnsinn, wie diese Stimmen einwirken. So dermaßen bedrückend, ey. Can't you hear them, Senua? Can't you hear them? Wow, okay. I can hear them. Alter, okay. So, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Also ich muss hier noch so ein bisschen mal schauen, wegen der Grafikeinstellung, wie der optimalste Weg ist. So, was ist das hier? Können wir das anfassen? So, wir fokussieren uns mal drauf. They are suffering, but I set them free. Ah, okay, alles klar. Wir müssen wieder dieses Zeichen zusammensuchen. So, das heißt, wir müssen eine bestimmte Perspektive einnehmen, damit wir das Zeichen bilden können. So, hier vorne, das sah schon ganz gut aus. So, schaffen wir das? Können wir so weit zurückgehen? So, das sieht gut aus. Und wir fokussieren uns. Das ist Darkness Ghost. Und jetzt können wir wahrscheinlich da vorne durchgehen. Aber was verbirgt sich dahinter? Sieht schon abgefahren aus. Ein bisschen LSD-Style hier. So, okay, da vorne liegt ein Schiff. Okay, das sind Steine. Schon, das sind irgendwie Schädel oder irgendwas. Gebeine. So, haben wir. Oh, nicht so. So ein Stück Stoff. Oh Gott. So, können wir hier irgendwas nehmen? Hat er vielleicht eine Waffe oder irgendetwas, was uns hier irgendwas bringt? Bitte. Okay, wir sollen einfach auch bloß. Oh Gott. Oh Gott. Do you see the body, Senua? The sea throws them up to show you how you look. Look at them, Senua. Oh Gott. The faces of the ones you failed. Boah, Alter, die ballern ja hier wirklich wie aus allen Kanonen hier, ey. Oh Gott. Fühlt sich einfach mal direkt hier komplett unwohl. Okay, sie haben es geschafft. Zwei haben es geschafft. So, dann schauen wir mal, wo die hin sind. Ist hier vorne? Okay. So, soundkulissentechnisch ist das Spiel auch wieder absolut großartig. Mann. Okay, sie haben versucht, irgendwo Schutz zu finden. Oh Gott. Gottes Willen. So, hier kommen wir wahrscheinlich durch. Wow! Okay, ein Sklavenhändler, das ist ja toll. Oh. Jawoll! Oh. So, ja, wie sagt man so schön, der Weg zum Herzen eines Mannes führt durch die zwischen der dritten und vierten Rippe hindurch. Okay, ich glaube, Kampf steht bevor. Er will mich holen. Shit. Na dann. So, wie ist das Blocken? Lass mal gucken, wie Blocken ist. Blocken ist tatsächlich sehr wichtig. Ah, okay. Sieht so ein bisschen aus wie Azog der Schlechter. Niedergemacht. Fühlt sich einfach mal richtig unangenehm an, der Kampf.
diese Monster. Why have you killed us? Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was steht mir hier bloß wieder bevor? So, Kantenmaler war da. Ich würde sagen, hüpfen wir mal rüber. Können wir? Ja, wir können mal rüber. Also, hüpfen jetzt auch nicht, eher klettern. Call him. Let him go! Don't fear him. Oh. He destroyed your Dilly. Now. Was alles? Zack, und Bam und Treffer und da hast du. Wow. Leute, das ist ganz schön finster. Sehr schön finster gemacht. Falls euch das nicht ist, dann müsst ihr trotzdem durch. Das ist schon. Oh Mann! Oh Gott. Also ihr merkt, ich bin ja schon fast sprachlos. Oh, eine Axt im Rücken gekriegt. Können die nehmen? Hätte ja eine Axt. Axt würde ich gut finden. Wo kam denn die her, Alter? Du kannst sie nicht überwältigen, okay? The attack was too strong. Get out of the way. Get out of his way. This attack was too strong. You need to escape. You're stronger than that. So, dann wollen wir mal schauen, ob du jetzt hier wirklich so ein krasser Typ bist. Oh, okay. Also es wirkt wirklich nicht besonders geil irgendwie und durchdesignt, wie ich hier ausweiche. Aber das macht das halt auch so authentisch irgendwie und das macht das so unangenehm. Stirb! Oh, und geschichtet, Alter. Oh, verdammt, Alter, verdammt. Oh, ist das übel. Das ist übel. Oh Gott. Oh, ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen mit Lachen kompensieren, weil es so übel ist. Shit. The boat. Okay. Sind noch Sklaven im Boot? Okay. Versuchen die mal irgendwie rauszukriegen. Okay, wahrscheinlich sind die da irgendwie eingesperrt, also irgendwie eingeklemmt. Oder vielleicht ist das einfach nur ein Trugbild. Hm, so mit Mädchen, na schön. Okay, ja, wir können sie. Ich habe immer noch die Steuerung. Sorry. Okay, was kann ich aufstehen? Was kann ich tun? Okay, wir müssen die Kiste zur Seite schieben. So, den Steine, den machen wir auf zur Seite. Oh Gott. Ja, und alles sieht so qualvoll aus, irgendwie, wenn sie sich bewegt. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, na, sie hat natürlich im ersten Teil auch schon echt ein Martyrium durchlaufen. Und dann gibt sie sich jetzt nochmal freiwillig in diese... Oh, fuck. Sie sich nochmal freiwillig in solche Situationen. Das ist schon heftig. Oh Gott. Überall tot. Und ich finde es so krass, die. Oh Gott, bitte dreh dich jetzt nicht um. Oh. Diese Übergänge zwischen spielbarer Sequenz und Cutscene sind so fließend irgendwie. Ich drücke jetzt einfach nur noch nach vorne. Ach du Scheiße. Ach du nicht doch, ey. Oh, wir müssen hier raus, schnell. Hold your breath until you come. And you gasp and the water rushes in. And the pain in your chest.
Was soll er tun? Mach doch, tritt doch weg! Werden die von ihm festgehalten? Oh Gott, Alter, was ist denn? Was ist Realität? Was ist Wahnsinn? Oh Gott! Okay, gut, wir sind schon mal raus aus dem Boot. Das wäre schon mal etwas. Okay, Schatten. Au, ich hab doch gerade eine ausgewichen. Oh, Alter, nur so eine Kelle gekriegt, ey. Verdammt. So, ich glaube, ihn. Ihn können wir, glaube ich, blocken. Nur den anderen konnte man nicht blocken. Ja, mit der meinen Füßlein ein wenig geschnitten, ja, du Schwein. Oh, was? Ich weiß. Will das machen? Will das ein Mesh hier, ey? Scheiße. Also, bis jetzt habe ich noch nicht so wirklich einen geilen Treffer gelandet. Im Gegensatz zu ihm. Endlich. Nächstes Ena. Schade. Wir konnten damals mal so einen schönen Springangriff machen. Oh Mann. Ein Penner. Jawohl. Jetzt sitzen die Dinger. Schönes Ding. Und versenkt die Klinge. Okay, gut. Ihm können wir bloß ausweichen. So, die Kämpfe sind tatsächlich relativ... Naja, intuitiv kann ich tatsächlich ja nicht sagen irgendwie, aber die sind tatsächlich sehr... ja, sie sind... doch, ich kann es nur mit intuitiv irgendwie betiteln. Oder ich gestalte, besser gesagt. Wartet aber auch so... nach Versagen schmecken lässt, irgendwie, wenn du halt verkackst. Also, du kannst jetzt hier nicht God of War-Style-mäßig irgendwie die Chaos-Klinge schwingen. Und ich hab mich auch schon im ersten Teil so kacke angestellt, irgendwie beim Kämpfen. Du konntest, glaube ich, kann man immer noch. Ja, los, jetzt hier blieben. Oh nein, auch nicht drüber hinweg. Du konntest so eine Art Fokusangriff machen im ersten Teil. Mann, ich bin nur weggetaucht. Mann, wieso macht das denn nicht? Natürlich. Immer Yippien, immer Yippien. Bin so dankbar. So, dafür kriegst du das jetzt. Jetzt komm ich durch deine Deckung durch, mein Freund. Jetzt musst du sehen. Wir können auch nicht irgendwie cool parieren oder so. Und ständig krieg ich hier einer von ihm gekoffert. Na sag mal, mit der Spinne. Jetzt, Yippie. Komm sie nur jetzt, mach doch mal. Ich weiß nicht, was ich hier drücken soll. Ich weiß es nicht, jetzt. Jawohl. Treffer, 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 Treffer. Sehr schön. Schön. Ey, ich sag mal so, also beim Kämpfen bin ich wirklich ja der letzte Louis hier, Alter. Das ist, also, ich fand ja schon beim ersten Teil war es ja schon recht happig irgendwie mit den Kämpfen, aber Teil 2 ist schon oha, Alter. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt so kämpft, weil sie halt erschöpft ist, ne, und deshalb die Bewegungen so träge sind und alles, aber, boah, ist schon heftig irgendwie. Also, wir sind jetzt nicht gerade ein schneller Kämpfer.
So, warte mal, hier vorne bin ich rausgekrochen, dann will ich mal hier vorne um die Ecke laufen. Hier ist ja noch ein Schiff. Oh, überall Tote, überall tote Sklaven wahrscheinlich. Oh Gott, so, da vorne haben wir noch ihn. Ich will natürlich... Hüt ihn! Hüt ihn! Zenoya, nimm dein Schwert! Lass ihn Stahl kosten! Ah, okay, ist alles Einbildung, na super. Ich hoffe bloß, dass die Feintaktung nicht so heftig ist wie im ersten Teil. You, Slave. Come here. So, Bossfight, ich freue mich. Ich brauche ihn lebend? What are you going to do with that sword, girl? He looks ready for you. Bitte gleich zeig mal mit dem Schwert machen, mein Freund. Fucking dead. Stop thinking and feel it. Scheiße, Alter. Fuck, Alter. Oh, ist schon heftig gemacht. Heftig gemacht. Oh, er blockt natürlich alles. So, wegtauchen. Funktioniert. Wenn er mit dem Axtangriff kommt, überhaupt nicht. Er blockt alles ganz locker weg. Ah, oh, schön. Au. God don't fight me! I'm going to stop you! Okay, tatsächlich macht sich das mit dem Blocken so ein bisschen besser als dem Wegtauchen. Ein schöner Parierschlag, der nochmal ranfeindet. Genau, so, Ratze, Fatze, mein Freund. Erinnert mich so ein bisschen an Ivar den Knochenlosen, nur quasi stehend. Also optisch. Also ist auf jeden Fall wahnsinnig krass gemacht. So, jetzt weg mit dem Bohnenfischen, du Pampelmuselu! Ah, wie er mit mir spielt, der Arsch. Das ist geil gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. So, zack. Und schnitzeln wir mal ein bisschen bei dir durch hier, mein Freund. Hab ich dich? Oh, nee, er hat mich. Komm, so, Noja, steh auf. Reicht schon, wenn wir ihm irgendwie vielleicht eine Hand abpacken. Ups, er kann auch reden. Ah, shit. Oh, fasst das nicht so an, das Schwert. Oh, er spielt mit uns. Was für ein Freak! Was für ein Freak, Alter! Holy moly! Oh, Alter! Da ist auf jeden Fall Power hinter. Und der ist schon verletzt am Arm. Was? So, und jetzt kriegst du es aber. Ich hab's im Gefühl. Der blockt ja nicht. Das interessiert ihn ja nicht. Und. Oh. Wir bleiben natürlich nicht unten. Wir kämpfen uns hoch. Kommen Sie nur hier. Power! Jetzt gleich. Gleich haben wir. Oh, er kann doch schon nicht mehr. Oh. Alter, das ist so fies gemacht. Das ist so fies gemacht. Und er hat uns unser Schwert. Er hat unser Schwert. Steh auf, komm. Zenoya, steh auf. Komm. Steh auf. Jawohl, wir haben seine Axt. So, jetzt haben wir seine Axt. Jetzt kriegt er. Jetzt ist er am Arsch. Los, das Stück, die Ehe, sag ihn! Jawohl! Na, los!
Senua, komm, mach! Jawohl! Es ist so brachial, es ist so brachial! Wait, do it now! You can't heal him! Stop! Wir müssen wahrscheinlich wissen, wo wir hin müssen. Aber komm, lass dich. Nein! Bitte doch in die Hose jetzt. You're gonna take me where I need to go. Yes. Einen Scheiß wird er doch tun. Bei der nächsten Gelegenheit macht er uns alle. Where you come from? Where you take the slaves? I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. We'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. It's why we have come. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. Oh Gott, Alter, oh Gott, ich bin schon fix und fertig, Alter, ich bin schon fix und fertig. Oh Gott, oh Gott. Alter! A blood-carved stave, a soul sea falling, a too familiar darkness, an endless night. He is the next sign. Mega. You can see it. Do you remember it? She knows that suffering, that feeling, poisoning her mind with fear. That rot covers him now. Covers him. Do you see it, Senua? Do you see it, yes. Senua? Do you see the darkness? She feels it. The faces of fear and suffering. You can see it. The sign. What does it mean? That sign. What is it? You need to understand. You need to understand. Answer! It is my father's sigil. His father. Your father. Mm-hmm. The Gothi. Monster. He's here. The Gothi. Look at him. No. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. You have like you. Does she? Enough! He's wounded. He won't try anything. Natürlich wird er einen Versuch starten. So, führe uns in dein Dorf. So, jetzt sieht er ja alle schon ein bisschen freundlicher aus. Should have thrown you overboard. Ja, hätte da machen sollen. You seriously think you will survive here? You don't know this place. Wo sind wir denn überhaupt? Das sieht doch so karg alles aus. Ich wurde, was ist das? Island oder was? Oder Grönland? Grönland. Island. Oh, what? Das sieht schon geil aus. Ja. No further. So, das ist jetzt hier der Sklavenhändler Nest oder was? Scheint so. Von Drauger. Na toll. I don't want to see what's in there. Did you hear it? Did you hear it? Don't listen. Someone is suffering. You need to go inside. You need to help them. Someone needs your help. Ja, aber ich will da nicht drin.
everywhere. How else? Do you want to join them? You came here to help. Let's go. Listen to yourself. What is beyond there is too dark. We are leaving. Now. Don't give me orders, slaver. We'll find another way in. Okay, die kleine Brücke da vorne ist kaputt. Alles klar, also wir brauchen einen anderen Weg. Na, mal schauen. So, Sklavenhändler. Laufe! Like I said, not into this settlement. You have no idea what you're walking into. He wants you to die. Just turn around. So, haben wir da vorne irgendwie... Bringt er uns einfach hier bloß über diese kleine Kluft rüber, oder was? Da gibt es noch irgendwo einen unterirdischen Eingang in dieses Nest. Okay. Na dann. I thought your father protected these people. He does. He did. You can't protect people from their own stupidity. It looks like they let their guard down. They brought this on themselves. These droids, what are they? What is this evil he understands that we do not? The droids. You see these graves? This is how we honor our dead. There will be no one to bury you. So halb ausgegrabene Hügelgräber, ey, oh Mann. Da unten sieht so krass aus, ey. Mann, was ist denn das für eine beschissene Ecke hier, ey? Also ehrlich mal. Ich hab keinen Bock hier drauf zu sein. Also, muss man ganz ehrlich sagen. Will nicht hier sein. Das ist eine ganz beschissene Idee gewesen. Na klar, hat Angst. So. Why would you bring him with you? Are you sure you want to? Just who would you want him to? What if you escape? What are you going to do somewhere? What are you going to do? Decide. Ja, wir gehen rein. Was für eine Frage? Was? Warum brennt er hinter uns? Was? Mir ist dabei nicht wohl. What are you doing? There's something here. I need to find out what it is. They are. They are. They're dead. You're mad. He doesn't see the signs. Stupid. He doesn't. You're mad. He doesn't know. He doesn't see the signs. There is no way. I am going in there. Look at him. Look. Du liest dahin, wo du sagst, wo du hin ist, mein Freund. Wounded, hurt, defeated. But you need him. No. You're not. Rage. But we need him alive. He will try to escape. She has a plan. Go on then. Do it. Tatsächlich habe ich eigentlich eher gedacht, dass die Arme ein bisschen mehr was von ihnen abgekriegt haben, anstatt die Beine. Haben wir denn irgendwann so einen richtig krassen Beintreffer gelandet bei ihm? For that, you'll need to stay alive. So, schön. Überall Blut, wunderbar. Wehen mal durch hier.
is happening? What evil is here? Warum sind denn die Blutspuren außen? What happened here? What happened here? Everybody has all the people butchered. Dead bodies everywhere. It's happening again. This is like what happened to your village. To your village. To us. No. Ach du Scheiße. Naja, die haben sie natürlich alle platt gemacht hier. Die Frage ist, wer war das jetzt? Waren es jetzt wirklich Daugr? Also Daugr sind ja so eine Art Hügel-Dämonen, Geister. Kein schönes Zeug. Oder waren es Menschen? Oh Gott, ich kann es ja nicht erkennen. Wie, in was für... Oh Gott. So, aber ich muss hier irgendwo rüber. So, warte mal, wir gucken mal hier vorne. Boah, überall ist Blut. So, ja. Es, besser von der Performance wird es, glaube ich, hier nicht irgendwie. That's it. So, okay. Wir schauen uns weiter um. Über die Tür genagelt. Du glaubst dich da nicht. Was ist los mit den Leuten? Was soll denn das? Oh. Ja, da... Alter. Ich finde da ja keine Worte für, ey. Die haben sie einfach nur niedergemacht. Einfach mal niedergemacht. Aber auch so alles. Da drin war schon ein bisschen eher tot. Oh Gott. Ey Mann. Das ganze Dorf. Das ganze Dorf. Ich will mich hier ja nicht weiter umsehen tatsächlich. Das ist ekelhaft. Okay, geht's hoch. Ich würde mal sagen, wir folgen jetzt hier einfach dem Weg. Oder wir folgen einfach den Schreien. Geht's da direkt da runter? Oh Gott, wo sollen wir denn hin? Achso, hier geht's lang wieder. Geht's wieder runter? Ja, wie komme ich da hoch? Hä? Also ich bin maximal verwirrt. So, okay, alles klar. Kantmaler. Hat den Weg vorgezeichnet. So, dann gehen wir mal runter hier. Vielleicht kommen wir hier vorne in das Haus da unten rein. Ja, auf jeden Fall kommen von hier die Schreie und Rufe. Hier sind wir doch herkommen. Hier kommen wir doch her. Was? Hier wieder zurück. Vielleicht kommen wir über den Hof noch woanders hin. Können wir hier rüberlaufen? Nein. Wir können einfach hier langlaufen. Ist okay, cool, alles klar. Das geht auch. Yay. Warum auch nicht? Schön einfach mal doof angestellt. Aber wir konnten jetzt auch nichts finden, oder? Da war jetzt auch kein Zeichen oder irgendwas. Okay, gut, wir müssen uns jetzt wieder fokussieren und wahrscheinlich müssen wir jetzt nach da hinten laufen. Ach du Scheiße. So, dieses Zeichen müssen wir hier finden. So, und die bilden sich meistens durch irgendwelche Segmente hier irgendwie, wie die Stöcker oder irgendetwas in der Richtung. Okay, so, jetzt bin ich ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall nochmal auf den Hof hinten müssen. Und ich würde mal sagen, da gehen wir als erstes hin. Weil da kennen wir uns so gut aus jetzt. So, was ist es denn für ein Zeichen eigentlich? Warte mal. Sehen wir es denn irgendwo nochmal? Okay. Umgedreht K, ein Tier und dann nochmal ein K. Hm, wer weiß. Wir schauen mal. So, und die bilden sich. Los? Und fliegt ja alles.
She can feel it. Look closer. We need to find another angle. She needs to find another angle. Man fühlt sich immer so angemeckert. So, warte mal, wahrscheinlich sind es die roten Elemente hier, ne? Wahrscheinlich vielleicht von oben. Warte mal, dann können wir doch hier hinten eigentlich hochklettern, oder? Da können wir noch hochklettern. Dann schauen wir einfach runter. Dann sehen wir wahrscheinlich aus den roten Stöckern, wie sich da was... Ja, und hier kann ich jetzt nicht hochklettern. Ich werd ja irre. Okay, also wir müssen doch wieder den langen Weg nach Hause laufen. Okay. Kennen wir ja schon. So, wir gehen hier hoch. Und dann würde ich mal versuchen, da in der Flucht mir diese roten Stäbe anzuschauen. Vielleicht ist das ja ein Hinweis. Yes, getting closer. She can feel. Schwebender Schädel. So, was haben wir hier? Tja, mal dieses K. Ich würde mal sagen, wir fokussieren uns. Und wir haben das K schon mal. So, da vorne sind auch noch mal diese blutigen Stämme, dann würde ich mal dahin laufen. It will suck you back into the past and hold you there. Mich saugt die überhaupt nicht zurück. So, jetzt warte mal, das sieht gut aus. Oh Gott. Also du hast ja wenigstens einen kleinen Hinweis irgendwie durch die roten Färbung der Stämme. Scheiße. I warn you. I warn you. You are back there now. So, okay, hier haben wir nochmal. Hier haben wir nochmal sowas Rotes. Was ist denn das hier? Kriegen wir das hier nicht hier hinten gewuppelt? Ein bisschen höhere Position wäre gut. Oh. Eigentlich ein bisschen höher, oder? Quasi so irgendwie. Und ein bisschen weiter nach hinten, aber ich kann nicht weiter nach hinten. Das ist irgendwie blöd. Aber das wäre es doch eigentlich. Ne? Jetzt einfach nochmal so 5 Meter nach hinten laufen. Und dann fokussieren. Geht nicht. So, okay. Kann ich vielleicht noch rechts an dem Haus vorbei? Nee. Kann ich da hoch? Aber wo? Wo kommen wir denn? Warte mal, können wir hier hoch? Ja, ich weiß. Aber wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir auf die Plattform? Hier vorne über den Stein vielleicht? Okay, wie kommen wir da hoch? So, hier ist finster die Bärenarsch hier. Hier ist so gar nichts. Hier kommen wir nicht hoch. Ich kann jetzt aber auch nicht einfach hier auf den... Ich könnte doch mal auf den Wagen hier klettern, aber das geht auch nicht. Können wir den Wagen ziehen? Nein, können wir auch nicht. Wir können nicht mit dem Wagen interagieren. Wie kommen wir hier hoch? Kommen wir irgendwie über ein anderes Haus hoch? Auch nicht. Das ist... Können wir in die Tür? Nee, die ist leider zu. Oh, verdammt duster. Aber wir kommen nicht rein. Warte mal hier hinten. Komm, kannst du hier den Müll mal beiseite. Ah. Können wir hier nicht? Warte mal, Moment. Da gehen wir doch einfach hinten rum. Jawohl. Drin sind wir. Yay. Und hier ist eine Leiter. Alles klar. So, flink um die Ecke gedacht. Und gelaufen. Und jetzt können wir auch. Stellen uns mal hier hin. Dann dürfte das fast hinhauen. Schade, dass wir uns nicht ducken können. Okay, es reicht schon. Es hat schon gereicht. So, runter geht immer. Hoch nimmer.
Okay. Think you understand? Er kann nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was hier abgeht. Understand. Ja, genau. Es ist schön duster. Unser Zuhause von damals? Es ist doch eine Falle. Es ist doch zu schön, um gut zu sein, um wahr zu sein. Mom? The mirror, Senua. It will help you fight your... Ja, der Spiegel. Damit konnten wir tatsächlich diese Fokussierung im ersten Teil benutzen. Um in so eine Art Zeitlupe zu kommen. Während des Kampfes. Sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall ein echter Gamechanger. Listen, the burning. Ja, die brennen das Haus nieder. The Northmen are coming. They are coming for you. Remember what they did to you. How your village. So, Focus, genau. Jetzt haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, in eine Zeitlupe zu geraten. Und ich glaube, er lädt sich durch Schläge auf. So, und es gibt ein, zwei verschiedene Gegnertypen, die diese Focus. Na Gott, kann das ja echt viel quatschen hier. Die diesen Modus quasi unterbrechen können. Die ziehen uns aus dieser Zeitlupe wieder raus. Das ist. Oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, nicht gut. Gerade die Dicken sind halt echt fies. Holy. Komm mal klar. So, okay. War das jetzt ansatzweise irgendwie verständlich, was ich gerade vor mir eben habe? Ich stotter mir hier total hin ab. Ich bin komplett neben mir. Das ist einfach zu heftig, dieses Spiel. Wirklich. Ah. Ich fühle mich auch total überrannt von diesem Spiel. Ja, die ganzen Eindrücke, die hier auf dich einschlagen irgendwie. Oh, that she lost. Mal von den Stimmen abgesehen. Did you think you could escape your past, Senua? Das ist quasi unser Freund, unser Mann, unser Partner. You can never forget. Den sie da die Blutadler haben. You thought you got away. No. You thought you left it behind in hell. Dillian, you're Dillian. Lovely Dillian. Him. But you will never be free of this. His pain. His suffering. However far you go, it will hold you forever in darkness. It's the only way. Take your darkness with you. It's yours. You will never leave your past behind. It binds you here. Tja, man kann seiner Vergangenheit nicht davon rennen. I carry it with me. To hold on to it. It drives me forward. She cannot forget. It's a promise. Not a prison. Look up.
Okay.